Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Wittig. Ich bin ja technischer Ansprechpartner bei der Firma ED33 und auch zuständig für unsere kurzen Videos, um unsere Produkte einmal besser zu erklären. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne unsere Geländeerhöhung einmal kurz erläutern und zeigen, welche Teile es davon gibt, welche Möglichkeiten es gibt, ein Geländer bzw. einen Handlauf zu erhöhen. Dazu habe ich ein paar Sachen hier vorbereitet. Zunächst einmal angefangen, stellt sich immer die Frage, was für einen Handlauf bzw. welchen Handlauf, welche Form hat Ihr vorhandenes Geländer, das Sie erhöhen möchten. Gründe dafür zu erhöhen gibt es viele. Zum Beispiel haben Sie einen Boden reingelegt auf Ihrem Balkon oder auf Ihrer Terrasse und nun durch den Boden hat sich natürlich dann die Höhe vom Boden aus dementsprechend des Handlaufs verringert. Also zum Handlauf einmal gesagt, es gibt natürlich eckige Handläufe oder auch runde Handläufe. Für beide Systeme haben wir eine Möglichkeit, diese zu erhöhen. Beim eckigen Handlauf zum Beispiel gibt es von unserem System her eine Flanschplatte, die wir je nachdem die Form und die Größe für Ihren Handlauf dementsprechend laserschneiden. Das Ganze gesenkt, so könnte das Ganze dann aussehen. Das wäre eine Flanschplatte, das wäre die einfachere Variante, also eckige Handläufe zu erhöhen. Ist eigentlich meistens einfacher als wie einen runden Handlauf zu erhöhen. Aber auf jeden Fall können wir hier dazu dann für Ihren Handlauf dementsprechend dieses Teil laserschneiden. So sieht es zum Beispiel auch aus für einen größeren Handlauf. Eine Flanschplatte mit 60x60, diese hier hat 60x40 mm, jeweils 6 mm dicker Edelstahl, rostfrei das Ganze natürlich. Nun nochmal dann weiter zur Erhöhung. Was also dann geschieht quasi bei Ihrer Erhöhung? Das heißt also, diese Flanschplatte kommt auf Ihren vorhandenen Handlauf. So zum Beispiel würde das oben drauf gesetzt kommen. Natürlich in einer Form, dass das Ganze auch auf Ihren Handlauf passt, die Breite. Also je nachdem, wir richten uns da ganz nach Ihrem Handlauf. Sie geben uns die Maße vor und wir fertigen diese Flanschplatte an. Auf diese Flanschplatte könnte man nun zum Beispiel eine Trägerstütze aufsetzen, welche so aussieht, 12 mm Durchmesser auf beiden Seiten mit einem Gewinde. Das heißt also, man könnte nun zum Beispiel eine Trägerplatte auf diese Trägerstütze hier aufschrauben oder auch einen Kugelring, das könnte so aussehen. Der Kugelring ist dabei das flexiblere Element. Die Trägerplatte wird am neuen Handlauf geschraubt. Ich mache das nun einmal. So, also hier die Flanschplatte, die Trägerstütze und das Ganze dann dementsprechend so auf den Handlauf. Sie müssen dazu Ihren Handlauf zweimal durchbohren, damit Sie diese Trägerplatte oder Flanschplatte dementsprechend auf Ihrem alten Handlauf aufschrauben können. Am besten dazu stabile Schrauben verwenden, zum Beispiel M6 oder sogar M8 Schrauben. In der Regel liefern wir die M6 Schrauben dann sogar mit. Aber jede Geländerhöhung, jede Handlauferhöhung ist auch ganz individuell und jeder Kunde hat auch eine andere Vorstellung. Wir können Ihnen nur die Möglichkeiten geben oder zeigen, wie es gemacht werden könnte. Aber jede Handlauferhöhung sieht wirklich ganz anders aus. Also so zum Beispiel nun eine Erhöhung um nur 115 mm, wären das jetzt hier. Obendrauf käme dann noch ein Kugelring oder die Trägerplatte. Und hier drauf dann kommt zum Beispiel dann noch ein neuer Handlauf, wenn es so aussehen könnte, hier oben drauf geschraubt. Das wäre ein Beispiel also für einen eckigen Handlauf mit Flanschplatte. Am liebsten verwenden wir eigentlich den Kugelring, beziehungsweise sagen wir, dass der Kugelring einfach grundsätzlich einfacher ist zu montieren, da er eben flexibel ist und wir keine vorgegebenen Löcher in den neuen Handlauf einbringen. Also dieses Modell dann zum Beispiel hier mit einer extra langen Trägerstütze, die hat 200 mm, also auch eine hohe Erhöhung ist dabei möglich. Wobei ich dazu immer den Hinweis geben muss, dass eine Absturzsicherung, also wenn es sich bei Ihnen um eine Absturzsicherung handelt,
eine maximale Lichteweite zwischen dem neuen und dem alten Handlauf von 120 mm haben sollte. Das ist immer wichtig dabei zu wissen. Möglichkeiten, wenn Sie größer möchten oder höher möchten als wie diese 120, beziehungsweise dann natürlich mit diesem Kugelring, wären es dann hier ungefähr 240 mm zusammen. Aber Möglichkeiten gäbe es dann zum Beispiel auch, dass man also eine extra große Flanschplatte nimmt und zum Beispiel auch auf die Flanschplatte einen Pfosten aufschrauben könnte oder aufschweißen. In den Pfosten dann wiederum einen Füllstabhalter. Also auch hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und je nachdem, wie bei Ihnen dann die Lage aussieht, haben wir da ganz viele Varianten in unserem Portfolio. Hier noch einmal kurz gezeigt. Das hier wären zum Beispiel dann die Füllstabhalter. Also man könnte in einen aufgeschraubten Pfosten, könnte man zum Beispiel hier einen Füllstabhalter, einen Querstabhalter anbringen. Komme ich nun zu einem runden Handlauf. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu haben wir zum Beispiel die Klemmhalter, hier ein Oberteil, ein Unterteil. Wobei diesem Klemmhalter hier ist die Besonderheit für einen runden Handlauf, also dieser Klemmhalter umschließt dann Ihren alten Handlauf. Und dazu wird hier zum Beispiel eine lange Schraube durch Ihren Handlauf durchgesteckt, von unten. Sie müssen dazu auch Ihren Handlauf durchbohren. So sieht das Ganze nachher aus. Und nun könnte man zum Beispiel auch hier wiederum eine Trägerstütze aufschrauben mit dem Kugelring oben drauf für den neuen Handlauf. Oder natürlich auch denkbar wäre es dann hier einen Pfosten auch aufzuschrauben. Man muss natürlich schauen, dass das Ganze immer die höchste Stabilität hat. Dementsprechend muss man auch diese Teile, die Klemmteile, dementsprechend anders auslegen. Im Standard verwenden wir einen 15 mm dicken Edelstahl. So sieht das Ganze aus. Mit einer hohen Klemmkraft. Das demonstriere ich Ihnen auch gleich mal, diese Klemmkraft. Denn dafür habe ich nun eine weitere Variante. Und zwar sind das hier reine Klemmhalter. Das heißt also hier ein Oberteil. So sieht es aus. Ein Unterteil. Das Ganze kommt also von oben und von unten auf Ihren vorhandenen Handlauf. Dazu wird das Ganze dann mit M6-Schrauben verschraubt. Das heißt also, die hier kommen von oben dementsprechend in diese Klemmhalter mit rein. Von unten kommen dann Stoppmuttern, also erstmal Federringe natürlich, Unterlegscheiben, die Schraube, hier von unten Unterlegscheibe, eine Stoppmutter noch drauf. Auf der anderen Seite genauso, Unterlegscheibe, von oben wiederum Federring, Unterlegscheibe, unten dann Unterlegscheibe und Stoppmutter. Stoppmuttern sind die Muttern, die sich also quasi selbst dann festziehen nachher, also mit einem Kunststoffring sind die dementsprechend in dieser Mutter. Das Ganze dann nun verschrauben. Anderen Seite. Natürlich wäre nun in diesem Fall Ihr Handlauf dazwischen. Haben wir hier ein Beispiel, ein Handlauf, auch ein 42,4 mm Rohr, ist ja oftmals Standard. So, und darauf könnt ihr jetzt dann quasi dieser Klemmhalter aufgeschraubt werden. Schön gleichmäßig anziehen.
So, sieht das Ganze dann aus. Dann auch ein bisschen fester anziehen. Das Ganze natürlich schön gleichmäßig machen, bei mir sieht es nicht ganz so gleichmäßig aus. Aber trotzdem, um mir mal die Funktion vorzuführen, einen solchen Klemmhalter. Nun also die Trägerstütze. Ich nehme jetzt einmal hier diese extra lange. Dazu haben wir hier im Klemmhalter oben ein M8-Gewinde eingebracht. Diese Trägerstütze wird nun hier eingeschraubt. So, den Kugelring natürlich schön ausrichten. Wie man sieht, da verdreht sich also nichts. Ich habe nicht mal den Klemmhalter wirklich stark angezogen, sondern nur handfest, und ich habe es auch nicht gleichmäßig gemacht, wie Sie hier sehen. Aber trotzdem ist es wirklich eine sehr, sehr stabile Variante. Also Klemmen ohne Bohren, das heißt, Sie müssen Ihren alten Handlauf nicht durchbohren. Mit einer extra langen Trägerstütze, also wirklich sehr stabil. Wenn man das nochmal richtig nochmal anzieht, da verzieht sich wirklich gar nichts hier. Sehr stabil. Immer darauf achten natürlich, dass alles gut angezogen ist. Ganz wichtig, dass ich nichts lösen kann. Das Ganze gut festziehen, das heißt also am besten mit einem Drehmomentschlüssel oder mit anständigem Werkzeug, damit man auch sicher gehen kann, dass es richtig angezogen ist. Hier also nun unser Klemmhalter, einmal mit einer 200 mm langen Trägerstütze. Wie gesagt, bitte auf die lichte Weite achten. Diese sollte maximal bei Aufschlusssicherung 120 mm betragen. Als Möglichkeit nun des Handlaufs gibt es zum Beispiel dann von uns natürlich auch einen neuen Handlauf dazu, welchen Sie dann hier in den Kugelring dementsprechend hier einbringen können. Auf dem Kugelring wird das Ganze dann mit der Stiftschraube verschraubt. Den Kugelring habe ich ja schon öfters vorgeführt. Also so könnte eine Geländererhöhung dementsprechend aussehen. Natürlich schön parallel ausgerichtet. Wir benötigen dazu natürlich komplett die Maße Ihres Balkons. Und ganz wichtig, wir brauchen den genauen Durchmesser Ihres vorhandenen Handlaufs. Und egal, ob es nun mit einer Flanschplatte befestigt ist, auf Ihrem alten Handlauf, im Eckinghandlauf, oder auf einer Brüstung gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Flanschplatte oder mit den Klemmhaltern geklemmt oder mit den Klemmhaltern geschraubt durch Ihren runden Handlauf. Also der obere Teil kann dann quasi immer so mit unterschiedlichen Höhen. Wir können also auch hier eine Sonderanfertigung, hier gibt es auch Standardteile dieser Trägerstütze. Wir können aber auch dementsprechend noch andere Maße machen, falls Sie das wünschen. Hier wird das Ganze dann so kann das Ganze aussehen. Für die Ecken, also gerade bei einem Balkon, raus. Für die Ecken dann des Balkons können wir, falls Sie das möchten, also wir können natürlich jedes Teil einzeln, falls es eine U-Form ist, können wir drei Handläufe liefern, welche dann dementsprechend mit jeweils so und so viel Klemmhaltern auf Ihrem vorhandenen Handlauf befestigt werden. Oder wir können, wenn Sie uns die genauen Maße gegeben haben, natürlich auch die Ecken verbinden. Das heißt also zum Beispiel so, solch eine Variante. Dazu liefern wir Klebstoff zum Beispiel mit, speziellen Edelstahlklebstoff. Diese 90 Grad Eckverbinder werden also in Ihr Rohr eingeklebt, in das neue Handlaufrohr. Dazu hier schön Klebstoff reinmachen, viel Hilfsfehl bei Klebstoff, also schön ringsrum ins Rohr reinmachen, den Eckverbinder rein, die andere Seite dementsprechend genauso drüber schieben. So kann das Ganze dann aussehen. Sieht wirklich schön, alles natürlich in Edelstahl, rostfrei. Sieht alles homogen und sauber aus. Bei einem sehr langen Balkon können wir Rohrverbinder mitliefern, das heißt also, ein geraden Verbinder wird genauso verklebt wie der Eckverbinder. Das sieht dann dementsprechend so aus. Und was auch möglich wäre, wären Gelenke.
Falls es also nicht genau 90 Grad sind, mehr oder weniger, können Sie hier über das Gelenk, können Sie dann auch einen anderen Winkel, wird genauso eingeklebt. Falls Sie es wünschen, können wir aber auch einen Gelenkverbinder dementsprechend schon einspeisen. So sieht das Ganze dann zum Beispiel als Gelenk aus. Das wären viele, viele Möglichkeiten. Denkbar wäre auch, den neuen Wandflansch an der Wand anzuschließen. Das heißt also direkt auf die Wand zu gehen und dann den Handlauf über Ihr vorhandenes Geländer mit den Klemmhaltern oder mit der Erhöhung dementsprechend entlanglaufen zu lassen. An den Ecken dann hier einen Gelenkverbinder. Dieser Wandflansch bringt zusätzliche Stabilität, kann auch geklebt oder geschweißt werden. Meistens ist es so, dass wir diese Elemente zum Kleben mitliefern, weil halt doch die Montage dementsprechend oder teilweise noch was angepasst werden muss, wenn die Maße nicht so genau stimmen. Und daher sagen wir eigentlich lieber die Elemente lose dazu und Sie können dann selbst auch noch, falls Sie das wünschen und falls Sie es können, dementsprechend anzupassen. Ganz wichtig natürlich bei der Montage, also man sollte jetzt nicht glauben, dass es ganz, ganz, ganz einfach geht. Man sollte schon gewisse Handfertigkeiten mitbringen, um das zu machen. Sie können sich aber auch gerne an uns wenden, falls Sie noch Fragen haben. Und natürlich erstelle ich Ihnen gerne ein Angebot, weil so bestellen geht es ja gar nicht, weil man muss immer vorher erstmal drüber reden, was braucht der Kunde, wie sieht die Lage beim Kunden aus, was wird überhaupt gewünscht. Und welche Vorstellungen haben Sie? Also da müsste man nochmal dann am besten per E-Mail von Ihnen Bilder bekommen, Fotos bekommen, eine Skizze des Handlaufs dazu, damit ich also wirklich ein ganz individuelles Angebot dazu erstellen kann oder auch überhaupt mal eine Möglichkeitsanalyse zu machen, weil teilweise gibt es auch Handläufe, wo keine Erhöhung so einfach möglich ist, wie solche alten, eisernen Handläufe, die leicht gewölbt sind obendrauf, aber eigentlich flach. Da wird es zum Beispiel schwer, aber grundsätzlich, wenn Ihr Handlauf eckig ist, flach oben und rund, sollte das immer kein Problem sein. Ich glaube, soweit habe ich alles erklärt, habe es einmal gezeigt, die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt, an Trägerstützen, an Längen oder auch hier mit einem Gelenk. Das Gelenk könnte man auch aufsetzen, falls Sie einmal ein Gelenk irgendwo in der Verbindung möchten. Das Gelenk lässt sich zum Beispiel auch verlängern. Hier ein Beispiel, hier könnte man nun zwei Teile zusammenschrauben. Also auch hier ganz viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wir haben ja auch eine eigene Blechfertigung und können dementsprechend die Teile Wasserstrahl schneiden oder Laser schneiden, also gerade das dicke Material wird Wasserstrahl geschnitten. Die Flanschplatten werden bei uns Laser geschnitten, sodass wir also ganz nach Ihren Bedürfnissen richten können. Ich würde mich freuen, wieder von Ihnen zu hören und freue mich auf Ihre Anfrage oder Ihren Anruf. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.